Hallo, hier ist der Senor Didi wieder mit Musik. Ich will jetzt in den nächsten zwei Sendungen will ich jetzt den Quintenzirkel das fünfte Mal umrunden und zwar mit einfacher Kadenzen. Die ersten drei Kadenzen, die wir in dieser Sendung spielen oder die ich üben will, sind jetzt einfache Kadenz in Fis-Dur, einfache Kadenz in Cis-Dur und einfache Kadenz in As-Dur für Gitarre. Ja? Und die Startposition ist die fünfte Startposition, also die letzte auf der Gitarre, fast eine Oktave höher als am Anfang. Ja, will ich den Abend mal beginnen bei mir. Das heißt also, gespielt haben wir jetzt die ganzen Kadenzen in der fünften Startposition, zehnte Lage. Sechs Stück haben wir schon gespielt. C-Dur, G-Dur, D-Dur, A-Dur, E-Dur, H-Dur. Jetzt wollen wir noch Fis-Dur machen, Cis-Dur, As-Dur in dieser Sendung. Und die nächste Sendung noch S-Dur, B-Dur, F-Dur. Dann sind wir durch. Mit den ganzen Kadenzen auf der ganzen Gitarre. So, und das sind jetzt erstmal die drei Kadenzen, die ich jetzt in dieser Sendung spielen möchte. Einfache Kadenz in Fis-Dur. Beginne mit Fis Major 7, Typ 5, 11. Lage, Tonika. Erste Stufe, Tonleiter. Gefolgt von H Major 7, Typ 3, 11. Lage oder 11. Bund auf Gitarre, Subdominante. Vierte Stufe auf der Tonleiter. Dann kommt Cis Dur 7, Typ 4, 11. Lage oder 11. Bund auf der Gitarre, Dominante, fünfte Stufe der Tonleiter und Ende mit F Major 7, Typ 5, 11. Lage, Tonika. Dann haben wir wieder eine Kadenz in Fis-Dur. Das sind immer die Akkorde dazu. Die nächste Kadenz ist einfache Kadenz in Cis-Dur. Wir beginnen mit Cis Major 7, Typ 2, 11. Bund oder 11. Lage, Tonika. Zweiter Akkord, Fis Major 7, Typ 5, 11. Lage, Subdominante. Gis Dur 7, Typ 3, 11. Lage, Dominante. Fünfte Stufe. Ende mit Cis Major 7, Typ 2, 11. Lage, erste Stufe, Tonika. Ja. Und dann machen wir noch die letzte Kadenz in dieser Sendung. Einfache Kadenz in As-Dur. Wir beginnen mit As Major 7, Typ 4, 11. Lage, Tonika. Gefolgt von Des Major 7, Typ 2, 11. Lage, Subdominante. Gefolgt von Es Dur 7, Typ 1, 11. Lage, Dominante. Und ende oder runde die Kadenz ab mit As Major 7, Typ 4, 11. Lage, Tonika. Das sind also drei Kadenzen, die ich jetzt auf Gitarre mal üben möchte. Und wer Interesse hat oder Lust hat mitzumachen, der kann mitmachen, ja. Mitspielen. Ja? Ich zeige das mal auf Gitarre. So, zum Abend noch zwei Sendungen, also jeweils eine, drei Kadenzen. Guten Abend, good evening. Moin, moin. So, einfache Kadenz in Fis-Dur. Wir spielen das jetzt in der, nicht in der ersten Startposition, nicht in der zweiten, nicht in der dritten, nicht in der vierten, sondern wir machen die fünfte Startposition. Daraus spielen wir 12 Tonarten in Kadenzen aber. Und wir sind jetzt bei der siebten Kadenz. Also wir haben jetzt noch sechs Stück vor uns, ja? Also wir fangen jetzt an mit einfacher Kadenz in Fis-Dur, 11. Lage steht da. Ja, Fis Major 7, Typ 5, 11. Lage. Typ 5 haben wir hier, Fis haben wir hier. Dann haben wir Fis Major 7, der 11. Bund,
12. Bund, ne? Also wir gehen im 11. Bund rein, die untersten vier Saiten. Diese E-Saite und A-Saite werden nicht mitgespielt, entweder abgedämpft. Manche machen das so mit dem... Oder gar nicht mitspielen, ne? Oder mit den Handballen dämpfen. Da gibt es mehrere Techniken drüber. Wichtig ist, dass man nur diese vier Töne oder diesen Vierklang spielen mit vier Saiten. Ne? Das ist also jetzt 11. Lage, 11. Bund. Fis Major 7. Typ 5. 11. Lage. Erste Stufe der Tonleiter oder Tonika genannt. Dann müssen wir ein H Major 7 spielen, das heißt hier. Das habe ich ja in der vorigen Sendung schon mal erklärt, wenn das schon zu hoch ist. Bei einer klassischen Gitarre, da kommt man hier gar nicht mehr hoch. Bei einer Western-Gitarre wie diese hier, das ist eine Western-Gitarre, die hatten schon wieder zwei Bunden oder drei mehr, da kriegt man das noch so gerade hin. Man ist also jetzt nicht gezwungen, das zu spielen, sondern man geht dann, wenn man das hier jetzt im 11. Bund nicht hinkriegt. H Major 7 spielt man das eine Startposition vorher. Das heißt also, hier ist auch H Major 7. Ja? Geschrieben ist es ja aber jetzt im 11. Bund. Man sieht schon, sogar auf der Western-Gitarre hat man da schon Schwierigkeiten ranzukommen. Und bei einer E-Gitarre, da kann man natürlich die Akkorde noch weiter höher spielen. So, und wir spielen die jetzt im 11. Bund. Ne? Cis Major 7. Dann 11. Bund. H Major 7. Kommt Cis-Dur 7 in der 4. Lage. Das heißt, Cis-Dur haben wir hier. Grundton Cis. Eine Oktave höher haben wir hier Cis. Ja, das ist dann Cis-Dur 7. 11. Lage. Hören auf wieder mit Fis Major 7. Und wenn ihr diesen H-Dur 7 nicht hinbekommt, wenn einer eine klassische Gitarre hat, der spielt den dann hier. Ja, ich mache das jetzt auch im 9. Bund. Ja, also nochmal, Fis Major 7. H Major 7. Cis Dur 7. Geschrieben ist der H Major jetzt so. Ja, ist der H Grundton im 14. Bund auf der A-Seite. Und wenn er nicht hinbekommt, dann spielt er dann hier, diesen H Major 7. Ne? Ja. Nochmal, wir fangen Fis Major 7 an. Fünfter Typ, 11. Bund, H Major 7, Cis Dur 7, und ich spiele jetzt den H Major 7 nochmal im 9. an, kann man ja auch nochmal spielen, also, man ist also nicht gebunden an was da geschrieben steht. Hauptsache, man findet die Akkorde. Der Sinn der Sache ist ja, dass man immer so in der Nähe bleibt. Man kann auch Cis Major 7 hier spielen, ja? Oder H Major 7. Cis, der wird gut. Das ist die Wege, muss ja nicht so weit sein. Und wenn man den jetzt hier nicht hinkriegt, dann macht man den eben hier. Im 9. Bund, ja? Also nochmal, Fis Major 7, Typ 5, 11. Lage. Wir
spielen jetzt einmal den H-Meter 7 in der 9. Lage wieder. Cis-Dur 7. Und ich spiele mal den H-Meter 7 nochmal hier. Ja, in der 11. Lage. Fis-Meter 7. Meter 7, H Meter 7, Cis Dur 7 und Fis Meter 7. So, das ist die erste Kadenz in Fis Dur in dieser Sendung. Jetzt machen wir die nächste Kadenz in Cis Dur. Das heißt Cis Meter 7 Typ 2 in der 11. Lage. Cis haben wir hier den Ton, Grundton, eine Oktave ist ja hier. Also diesen Grundton nehmen wir jetzt, die D-Seite, 11. Bund, ist 10 Meter 7, Typ 2, 11. Lage, Tonika. Fis Meter 7. Ein Gis-Dur 7, das heißt, wir haben hier F, Fis, G, Gis, Dur 7 heißt, dass wir den dann hier so spielen. Gis-Ton, Grundton. Cis-Dur, Cis-Major 7. Fis-Major 7. Also Cis-Major 7. Jetzt kommt angefangen mit Cis-Major 7. Jetzt kommt Fis-Major 7. Typ 5. 11. Lage. Subdominante. Gis-Dur 7 und eine Septime sag ich dazu, ne? Und wieder Cis-Meter 7. Cis-Meter 7. Fis-Meter 7. Einfache Kadenz in Ass-Dur, das wäre die letzte Kadenz in dieser Sendung. Dann fangen wir an mit Ass-Major 7 Typ 4. Ass-Major 7, das heißt also im Grunde A-Ton, die A-Seite leere, eine Oktave höher, ist ein A, eine Oktave höher. Und wir machen jetzt den vierten Typ. 12. Bund. Grundton im 12. Bund, also eine Oktave das A höher und machen dann A Meter 7. Was wir hier oben gespielt haben, A Meter 7. Ich nehme jetzt eine ganze Oktave höher, also im 12. Bund, Grundton, die mittleren vier Seiten, ne? Die E-Seite und die E-Seite wird nicht mitgespielt, nur die vier in der Mitte. A Meter 7. Typ 4, 11. Lage, Tonika. Jetzt machen wir ein Des-Major 7, Typ 2. Des-Major 7 heißt, von D einen Halbton zurück. Den gehen wir jetzt wieder in der zweiten Oktave. Ja.
früher der, vorhin der Cis. Und Cis, und das habe ich euch erzählt, ist eine enharmonische Verwechslung, ne? Ob D an zurück, das oder C und Cis, ja? Enharmonische Verwechslung, also machen wir hier auf der D-Seite 11. Bund den Grundton. D, das. Typ 2. Das Major 7, Typ 2. 11. Lage Subdominante. Und jetzt kommt ein S. Dur 7. Das heißt wieder von E einen halben Ton schräg zurück. Wo ich gerade angefangen habe, sondern einen halben Tonschritt zurück. Ne? Dann machen wir es nochmal. Ass Major 7, 11. Bund. Nicht auf den A-Ton, sondern auf Ass. Machen wir einen Major 7. Erster Akkord in der Kadenz mit Ass-Dur, beginne mit Ass Major 7. Typ 4. 11. Lage Tonika. Major 7, Typ 2, 11. Lage, Subdominante, S, Dur 7, 11. Lage, Typ 1, Dominante und Ende wieder mit, hiermit, Ass Major 7. Noch einmal Ass Major 7, erster Akkord, Des Major 7, S Dur 7 und wieder Ass Major 7. Die vier Akkorde ergeben dann wieder eine Kadenz, ja? Noch einmal Ass Major 7, 11. Lage, Des Major 7. S Dur 7, Ass Major 7. Nochmal ins Ganze gesagt. Ass Major 7. Typ 4, 11. Lage Tonika. Des Major 7, Typ 2, 11. Lage Subdominante. S Dur 7, Typ 1. Dominante und Ass Major 7. So, das wären die drei Kadenzen für diese Sendung. Einmal in Fis-Dur, einmal in Cis-Dur und einmal in Ass-Dur. Das zeige ich euch nochmal auf der Grafik. So, da haben wir die drei Kadenzen nochmal. Einfach Kadenzen Fis-Dur. Da sind die vier Akkorde dazu. Fis-Major 7, H-Major 7, Cis-Dur 7 und Fis-Major 7. Dann einfache Kadenzen Cis-Dur. Beginnen mit Cis-Major 7, Fis-Major 7, also Cis-Major 7, Fis-Major 7, Gis-Dur 7, Cis-Major 7. Zweite Kadenz. Und die dritte Kadenz war einfache Kadenz in Ass-Dur. Beginne mit Ass Major 7, Des Major 7, E, S, Dur 7 und Ass Major 7. Dann haben wir diese drei Kadenzen wieder durchgespielt. Ja? Und jetzt mache ich noch eine Folgesendung. Das ist die allerletzte Sendung zu diesen Kadenzen jetzt. Dann haben wir auch genug gerödelt. Dann sind wir also die ganzen 12 Bunde auf der Gitarre mit den Kadenzen durchgegangen. Fünfmal um den Quintenzirkel. Ja? Und zwar nicht als Quintenzirkel, sondern als Quintenschnecke. Ganz fünfmal rumgegangen. So, ich würde sagen, einen schönen Abend noch. Ich melde mich bei der nächsten Sendung nochmal gleich wieder. Macht's gut, übt schön, bis dann.